45 Liter, bla bla bla. Stimmt. Data logging enabled. Noch 3 Sekunden. Dieser Reifenbug am Anfang, ne? Jo. Hat schon wieder gewundert, warum du harte Reifen drauf hast. Ja, das kriegen wir auch nicht irgendwie hin. Nee. Das auch nicht, das ist irgendwas Einfaches. Lack. Jo. The track temp is 29. The air temp is 29 Celsius. 53 laps. Go, go, go. On your right, clear right. Oh. Right side. In der Kraft auch. Ja, innen bleiben, innen bleiben. Right. Da liegt auf dem rechts und rechts. Hinbleiben. Achtung an das Rechte, die Wand ist komplett tot. Das ist Fahrweg. Schlüter, Mark hat erwischt. Safety Car am Ende der Runde. Der führende ist, Achtung, da schießt sich noch einer ab. Das gilt überholt. Well done, Fabian. Good start. Ist jetzt schon Überholverbot? Ich weiß es, die bremst auf jeden Fall alle. Fahr mal langsam. Ja. Okay, mal gucken, wir hatten einen Schaden. Ja, Marc hat einen Schaden. Er hat. Nein, kein Überholverbot zu sein. Magalhães hat keinen Frontflügel. Weiß am nicht, die fahren Runde. Alle langsam. Weil ich wurde halt gerade einfach überholt von Marc, glaube ich. Ja, dann muss er in die Box zahlen. Verkraft noch rein in die Box. Ja, McAllister hat einen Schaden. Kampfflügel. Ja, wird das lustig. Oh je. Ist das Jund, der da ausgeschieden ist? Barwick ist raus in der Kurve.
euch nicht auf dem Chat. Langsam, langsam. War nicht so langsam, hallo, 120. Bin mir halt nicht sicher, ob ich Jörn hätte überholen dürfen oder nicht. Ich weiß auch nicht. Wir sind alle langsam gefahren. Ja. Ja, er hat ja am Anfang gesagt, Safety Car am Ende der Runde. Oder hab ich geträumt? Nee, am Ende der Runde, stimmt schon, aber es hat vor mir auch keinen überholt, da hab ich's auch mal langsam gemacht. Was sind alle wieder raus aus dem Boxenstopp? Ja, mal gucken, wie gut das Getriebe ist jetzt. Ich sag mal doch mal Leute irgendwie. Also ich hab's eben einmal im Warm-Up gegen Polle gehabt, da ging's klar. Ja, kannst du auch überholen oder kannst du dranbleiben? Ich hab ihn überholt. Okay, ja gut, ich hab nur gegen Racer getestet, weil ich wusste, die kann ich nicht überholen. Mal gucken, wie weit das Getriebe überhaupt mal geht. Geht so bis 3,20 ungefähr. Ja, ich bin, glaube ich, 3,19 gefahren, als ich überholt habe. Also laut dem Tool hat es mal 3,21 drauf, Fabian. Ja, hat es mal kurz das Getriebe länger gemacht. So, jetzt Regen. 5%, aber komm schon, Leute. Großer Regen. 5%. Wird dann noch ein bisschen dauern, weil 5 Millionen URLs gibt. Ja. B14. Ein kleines Bisschen. Bist du zufällig schon mal mit blauem Stabi hin? Stimmt. Ich hab keinen Unterschied gemerkt eigentlich. Okay. Also meiner ist dunkelblau. Heute ist sowieso so weit eingestellt, den können wir eigentlich schon abbauen. Ja. Also wenn der kaputt ist, merkst du wahrscheinlich eh nichts. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Wenn Marc mir nochmal schön hinten reingeeiert ist, ohne Frontflügel. Okay, Raisa ist noch vor uns. Das die können uns immer nicht mehr überholen. Lass sie sich nochmal schön abschießen. Ja, ich glaube, die mit Windschatten, die sind da relativ flott unterwegs auf der Geraden. Da will ich nicht in der Nähe sein eigentlich, weil die will es auch vorbeiziehen lassen, einfach so. Ja. Ja, Jörn wird auch gleich auf Krampf versuchen, an mir vorbeizukommen. Davon ob es gut ist. Dem ich aber schon eine Durchfahrtsstrafe kriegen. Fällt mal weg mal ab. Ja, die müssen erstmal ganze URLs bearbeiten. Ja. Dino auf 4, Steini auf das 6. Was da passiert? Ging gut ab. Schöller fährt nochmal. Ne, Rustemeyer fährt rein. Okay, Fabian, stay close. Wait for him to make a mistake. Hess auf der 3? Hä? Ist er von 12 Uhr so gestartet? Ja, wahrscheinlich haben die das vorne auch nicht gerafft, ob man jetzt überholen darf oder nicht. Und dann haben manche es halt gemacht. Wer ist denn jetzt eigentlich alles hinter uns? Dix, McAllister, Kraft, Lala, Mark. Das stimmt, ja. Ja. Haben wir ja bestimmt zwei Leute immerhin hinter sich lassen. Der Rest wird da vorbei abholen.
gehen. So immer. Fabian, jetzt eigentlich doch Zwei-Schiff-Strategie? Weiß noch nicht. Hab jetzt noch Tank dabei, ne? Ja, ich habe auch nicht genug Sprit. Aber je nachdem, wie lange die noch geht. Muss man nachher mal gucken. Wie viele Runden müsste man fahren für zwei Stopp? 17, glaube ich, habe ich mal gelesen. 18 sein, oder? 18, rechne noch mal aus, Alex. 53 fürs 3 müsste. 53? 53. 3, wie viele Runden? Warte. 17,6, also 18. Ja, 17 Runden. Ja, 17, 18 Runden. Fahren. Wir haben jetzt 4. Weiß aber deswegen, ihr habt eigentlich gar kein Interesse daran. 16 würde ich vielleicht schaffen. Aber das ist auch wirklich am Limit dann. Und dann müsste man halt nochmal 2 Stints mit den Reifen durchhalten, ne? Ja. Weiß nicht. Ich glaube, da sehe ich mich nicht. Stay close, there might be a chance here. Mal eben einen Schluck nehmen hier. Alright, Fabian, pit window open. We'll need to pit for fuel by lap 34. Left side, clear left. Ich glaube, mit Alistair könnte schon eine Gefahr werden. Dort. Wenn Jörn ihn einfach lässt. Das Rennen wird neu gestartet. Wie die zwei. Aus dem TS, sind die in irgendwelchen Channeln unterwegs, oder? Alright, Fabian, keep piling on the pressure. He'll make a mistake. Oh. Ach ja.
Björn geht in die Box. Okay. Strategieänderung bei VM. Wir haben mal kurz aus der Kommentatorenkabine durchgereicht. Ja, jetzt wird McAllister auf jeden Fall ein Problem. Ja, lassen einfach ziehen. Ja. Kraft vielleicht auch. Güter auch, ja, sind alle da. Ja, die alle nicht fighten. Nee, die lassen wir alle brav vorbei, wir haben eh kein Kopfspiel. Ich glaube, das größere Problem für die wird, dass sie vor Startziel nicht überholen dürfen. Die werden wahrscheinlich vorher schon vorbei sein. Hilft ja nicht früher. Ich werde einfach außen bleiben und hoffen, dass sie da die Dinge machen. Janik, glaube ich, kann abstellen. Hey, endlich! Ah, schon mal hier die Reifen und Bremsen wieder ein bisschen wärmer machen. Ah, ich glaube, wir fahren noch eine Runde. Ja, ich glaube auch. Ja. Bisschen zu eng. Green flag sector 1. Your brakes are cold. We need to get some heat into them. Wenn ich vorhin sagte Kaffeefahrt, habe ich es mir doch nicht so schlimm vorgestellt. Die nur in der Box am Feind. Sektor 1 ist yellow. We need to be in front of this guy. Oh, mal gucken, der Platz hier ist auch ein Sink. Bei Dino kann man aber nichts erkennen, das sieht nach regulär aus. Das wäre natürlich jetzt, der war so gut vorne. Sektor, das ist erst bergauf, kann er Gas geben. Aber es ist noch im hohen Gang. Noch gibt er nicht Gas. Der ja, ist ein bisschen im dritten Sektor. Es ist nach der Kurve, der dritte Sektor. Aber er ist auch noch nicht runtergeschaltet. War noch nicht. Na, da wartet wahrscheinlich. Jetzt gibt, scheint er Gas geben zu wollen, Reifen wärmt er auf. Der ist Eingang Boxen, Gasse. Ah, ich sehe es in Haufen. Oh Gott, ey. Ja, lass ein bisschen Abstand. Wartet immer noch. Jetzt gibt er Gas. Car left.
Hold your line, clear left. Oh, Mark knallt fast schon wieder gegen Kraft. Okay, Fabian, lass mal aufschreiben. Elf. Aber hinter dir der Hess. OM, Flamasse geht weiter. Aber er ist tot. Es ist tot. Safety car, safety car. Ah, er hat sich verbrannt und ist an irgendein Dings reingefahren. Es gibt Überholverbot. Das Auto verloren auf der Bremse und ist an irgendeinen Clipper rein. Hat dadurch den Frontflügel verloren. Mann, jetzt passiert da mehr Scheiße in Fahrtkurs, Leute. Ich dachte, die Strecke wäre so geil hier. Und noch mehr Scheiße als sonst. Kannst du mal gucken, ob Rustermeier Damage hat? Er kam aus der Box gerade wieder raus, kann ich nicht sagen. Jetzt gerade? Ja, ja. Ja, dann hat er Damage. Überlege jetzt in die Box zu gehen, auf 50 Liter zu tanken und dann nochmal neu zu versuchen. Warum nicht? Oder lieber lassen. Du wirst freie Fahrt haben nach vorne, also vielleicht höchstens zwei Teiler kämpfen müssen. Aber also, du wirst deine Reifen jetzt nicht töten, Dose. Hier rein. Ja. Ich fahr weiter. Einfach, ich halte das glaube ich nicht durch. Einige sind reingegangen. Ja, zwei. Und Puske. War ganz schön schnell unterwegs für Safety Car, ne? Hold on, go! Der Safety Car war ja erst ab Start Ziel, das haben die Leute mal wieder nicht kapiert. Wir fahren aber immer noch 230. Okay. Meier war schon dreimal drin, Walter hat zweimal. Wenn du jetzt reingehst, hast du ganzen Leute vor dir, brauchst dir keine Gedanken zu machen. Du meinst, ich soll jetzt reinfahren oder was? Weiß ich nicht, kannst du machen eigentlich. Gut, Puschke und Rustermeister sind rein. Auf 50 Liter auftanken insgesamt. Auftanken oder 50 rein? Nee, bis 50 Liter tanken. Okay. Ich glaube, es wird wieder was länger dauern. Is now 1.5 seconds. Reini auf der 1. Na, ich fahr rein. Rentenräder fährt es? Hä? Was ist denn los? Wieso? Ende der Schlange? Hast du jetzt wieder ein paar reingefahren? Ja, jetzt auch, ja. Okay. Noch irgendeiner? Ja, Rentenräder an 5. Ja, Steini auf 1, Sven auf 2, Heiko auf 3. Sector 1 is clear. Was denn hier los? Left side. Clear left. On your left. Clear left. Ob Endenrieder da macht? The driver in front of us is Ute. Flag in Sector 2. Hä? Oh, was ist denn jetzt los? Ja, der ist einfach Vollgas aus der Box geschossen. Wo die ganze Schlange da war. Hm.
Was ist da an einen vorbeigefahren? Ja, das mit Vollgas halt rausgefahren, ne? Mit der Boxenausweislinie. Wie 500 Leute Buß schreiben wegen dem. Scheiße, jetzt hätte ich eigentlich auch Damage repairen lassen können. Ne? Letzter. Kannst du doch mal reinfahren, weil das dauert noch ein bisschen. Soll ich? Wenn du willst, aber pass auf, dass du nicht voll tankst. Stehe ich wahrscheinlich anderthalb Minuten, pass mal auf. Repair Body auch. Oder Repair All? Repair All musst du machen. Ah, mach mal All. Tasten alles. Stabi und links Bodywork und hinten beide aufhängen. Ja, mach einfach mal alles, weil wir brauchen ungefähr anderthalb Minuten für eine Runde. Ja. Sonst kannst du ja immer noch abbrechen und nochmal machen. B17. Gucken wir mal. Auf jeden Fall Walter ist auch drin. Schon wieder zu weit hier. 18 Sekunden. Ah, easy. Wegen Schaden, Fabian. Außer Emotional Damage. Ja, aber eine ganze Menge. Aber wieso? Platz 16 gerade. Das ist besser als erwartet, ne? Noch fünf Leute raushämmern würden, dann wär's schon ganz geil vor mir. Ja. Oh, raus. Was ist denn da? Ich muss mal kurz die Reifen anwehren. Walter hätte mich sowieso auf der ersten Geraden wieder geschluckt, von daher. So, wir haben jetzt gleich 13 Runden und nicht mal eine Runde Racing. Das stimmt leider, ey, das ist so schlimm. Motor raucht mittlerweile. Einer rein. Und die ist jetzt alle rein. Ist hier jemand reingeschaut? Ja, was ist das? Dix. Doch, Dix. Doch, der Jörgen. Okay, Fabian, come on, stay. Möchte er sich auch hinten anstellen? Apex is an exit. Apex is an exit. Rein, ja. P16. Vorher mit Jörn noch Witze gemacht, dass wir beide da am Ende die ganze Zeit rumgucken. Ja. Passiert das echt die ganze Zeit? Was ist der Rekord für das längste Rennen in der GSO-Geschichte? Frage für einen Freund. Das kann man bestellen. Die zwei Rennen letzte Woche mit 2,5 Stunden. Teamzeit? Aber Kanada letztes Jahr vielleicht? Ah, Kanada glaubt nicht allzu lange. Kanada dabei? Weiß ich gerade gar nicht.
stimmt. Dass das seit Palagos ab letztes Jahr Rennen 3 oder so. Oder 4. Ah, ich glaube, 4. Rennen erst. Die Safety-Car-Situation betreffend der Falcons und der Cesarios wird nach dem Rennen erörtert. Oh. Da passiert. Erörtert, oder die Kuhmelk oder was? Lab. Sebastian Steinhauer wird im dritten Sektor die Pace setzen. Überholt werden ab Start und Ziel hier. Endlich. Außen hinter mir, Huske Walter. Fuck und Bock. Ist 20 Star? Jörn. Jörn, ja, da geht er gerade noch so. Mal bitte mal 5 Runden am Stück fahren. Also jetzt haben wir gerade einen Stopp schon mal absolviert, einen Stint, ne, vom Dreifachen. Stimmt. Da haben wir alles Riss gemacht. Ja, und ich habe genug Reifen und Sprit für meinen zweiten Stint eigentlich ziemlich genau. Ja, es hat jetzt genau 40 Liter Kreis, also hat genau gepasst. Ja. Fängt dran, auch wieder gleich den Motor hochzustellen. Bin gar nicht runtergestellt, Leute. Ist vergessen. Er ist direkt raus. Kein Support für den Kollegen. Ja, der ist sauer. Hoffe ich. Hi. Ich meine, hören. Hören wird auch nicht weniger sauer sein, wenn der schon wieder auf 20 fährt. So, Steini. Ja, der wird das nicht so chaotisch machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist jetzt bei der 100 Meter Marke, also Bremsmarke, aus der Kurve raus, fährt auf. Make him do all the work. Focus on your exits. Wartet noch. Jetzt bei der zweiten Brücke durch. Achtung, langsam nach. Boxmauer, gib Gas. Was Leistung hat denn er bitte? On your left. Clear left. Nichts passiert. Okay, wieder einer, links auffassen. Ja. Das war Jannis. Er fährt wieder. Gab's Kontakt mit dem Vollenbach? Ist natürlich wieder von hinten. Mal gucken, was jetzt Windschatten sagt. Schatten, lass ich jetzt auch gehen, welche. 22. Ja, weiter vor dir 325 mal und Rüster mal 316. Voltaler 315, Philipp Puschke 314, Brandl 322. Jund 327, Alter. Benten wieder 329. Ja, komm, ist doch klar. Hallo, Bratwurst? Der hat's eilig, der Mann. Ah, hätte ein bisschen warten können auf der Geraden eigentlich. Fastest lap for Steinhauer, 108.5.
Der wird jetzt so angeflogen kommen, glaube ich. Dann fahren wir Rennen und dann Fahrweise. Ja, hier 3:21, gut bei 20. Okay, dann geht's ja. Situation: Kolbenbach-Wolborn, Nummer 6. Wird das randaliert? Achtung, außen, jo, Wolborn, Achtung! Oh, das war Rustemeyer, glaube ich. Rustemeyer, Rustemeyer. Nein, der ist kaputt, der ist kaputt. Rustemeyer und Wolthaler. Uah, ja. I wanna know. Ein Safety Car? Noch nicht. Safety Car. Hey, zwei Runden, Junge! Mach dasselbe jetzt wie gerade eben auch wieder. Ja! Jeder kommt reingeführt. Aber Toll hat direkt Rage Quit gemacht. Box in 5. Hat er schon abgestellt oder was? Ja, der hat den Rage gemacht. Marco spielt da dreifach U. Was ist denn mit Marco los, Alter? Ja, ich bin in den Punkten, Leute. Leute, Dings hat Unsafe Release gemacht, glaube ich, einer von den Flipper. Aber ich weiß jetzt gerade nicht wer. Falsch lauf da ein, das hast du auch nicht mehr gesehen. Das gewesen sein, Busch ist vor mir. Ja. Hat die zwei Stopper haben jetzt Glück gehabt. Das soll eigentlich will ich hier gar nicht sein, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber reinschauen lohnt halt auch irgendwie doch noch nicht. The gap in front is now 1.1 seconds. Hier ist aber wieder was los heute. Da ist auch keiner mehr reingefahren. Okay. Hat Peister mit seiner Maschine da vorne auf 1. Er gewinnt das Rennen. Pass mal auf. Oh Gott, das wäre gar nicht kommt gut für uns. Keiner vorbei. Quest ist gut für uns, weißt du? Das stimmt. Das können wir nicht wiederholen. VM würde auch nicht an uns vorbeigehen heute. Nee, glaube es auch nicht. Aber Janis fährt noch, ne? Janis ist hinter mir, ja. Okay. Hat nur Reparatur gemacht. Er hat sich auch nur weggedreht, also da war nix. Eine 3-Sekunden Zeitstrafe für Pascal Polenz, unsafe release. Autsch. Die Strafe wird nach dem Safety Car. Walter, it's getting closer. The gap's now 0.4. Das ist ganz schlecht. Das ist schlechter als 18 kann es nicht werden, wenn es aber ist. Wieso wär's denn noch da? Alle hat länger einen Reparaturstopp und der Rest ist ausgefallen. Bei mir noch Walter Wolborn.
Eine weitere 3 Sekunden Strafe für Pascal Polenz. Unsachgemäßes Benutzen der Slow Lane. Gleich werden dann 6 Sekunden nach der Safety Car Phase für Pascal Polenz. Nice. Gesprochen. War dann am Anfang 10 nach? Ja. Aber wir haben, wir haben 10 vor. Alter. Leute. Nicht mal die Hälfte geschafft. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viel Sprit du nachtanken musst, um bis zu kommen. Also ich habe jetzt noch 30. Bei aktuellem Verbrauch reicht es für 22 Runden. Ja, bei mir, ja, für 26. Aber das reißt immer noch nicht aus, um durchzukommen. Alex, kannst du mal, abstellen? 31 durch 2,8 rechnen, bitte? Hallo? 11,0. Ah, okay. 7, also 11,1. 11 Runden, dann sind wir bei... Er macht 12 raus. Sektor 3, es darf erst ab der Stadt Ziellinie überholt werden. Ja, okay, also... Deswegen war ich in der Palt, ne? Das passt. Der hat noch zweimal stoppen. Glaube ich. Oh Gott, sind die nächsten 3 Runden nur damit beschäftigt sein, Leute vorbeizulassen? Abballern lassen. Versuch's. Geht da schon los? No. Gibt schon Gas. Na sag, er ist da Gas mit seiner Maschine.
have to get defensive, mate. Volle Gönner Windschein. The leader's just done it, 108.4. That's your fastest lap today. Sector 1 is 0.5 off the pace. Sector 2 is 1.8 seconds off the pace. Sector 3 is a tenth off the pace. Alter, ja, noch fast verbremst und wieder weggehauen. Ich hab den Racer überholt. Come on, Fabian. Was? Keep it schwarz-weiße Flagge für Janis Wölber. Ja, schönes Manöver. Ist gegen Kohlenbach Crossover. Das muss nur noch vorne bleiben. Ja, eine Sekunde raus. You've just done 110.6. The gap in front is now 2.0. Laps remaining on this tank. That was a 109.7. No mistakes. Ignore the aero damage, it's nothing. Thank you.
Car left, clear left. Car, don't panic, we'll get him back. The next car is Walter. Schwarz-Weiß, ich danke für das 3-Weiß, weil du fahrst doch ja. Wie viel müsste ich tanken, wenn ich jetzt noch 2 Stints fahre? Also ich habe noch 8 Liter jetzt. Mein Programm sagt 45 Ende nur noch. Okay. Bandenräder ist drinne. The gap to Colvenback behind is now 1.2 seconds. That lap was a 110.0. Ich würde diese Runde reingehen, meine Reifen tun es nicht mehr so wirklich. Ah, deshalb brauchst du einen Zip nach vorne. Ja, ich bin 12. Ja, wenn Räder war drin. Ah, ich habe die Untersteuern. Think about the lap times, just hit each and every apex. 10th position. Hab ich hier wenigstens meine Ruhe.
last lap was at 110.1. Lenken, lenken, bitte. Start concentrating. B11. Okay, stay with him. Car left. Clear left. Right side. Clear right. Schwarz-weiße Flagge für den Brenner, gefährliche Fahrt. On your left. Still there. Clear left. Okay, Fabian. Car right. Push this for now. Clear right. P11. That was just okay, pit stop requested. Look out for the pit speed limit. The next car is Ute. We should be in position 18. Box in 300 meters. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Sag mal, wenn du wieder raus bist, bitte. Jetzt, Fabian fährt jetzt los. Halt mich vorbei. Pit exit's clear, push. War dein letzter, richtig? Ja. Planfahrt. Wird alles noch plan laufen. Passt ja. It's now about 7.1 seconds.
14. Vor dir sind ein paar in der Box, Goldenbach, Polenz und so. Steinhauer. Steinhauer Raschke, Goldenbach auch. Goldenbach fährt schon wieder. Steinhauer jetzt auch. Der ist vor dir links, jetzt in der Kurve. Jetzt hast du ihn überholt. Handel ist drinne, Dix ist drinne, Walter ist drinne. Hat der Vino da? Jetzt kommt eine Runde rein. Alex, magst du mir kurz ausrechnen, wie viel ich für die 12, 13 Runden brauche? Was hast du für einen Verbrauch denn? 2,68. Also machen wir 2,8 einfach. also 34 Liter. Okay.
108.3. Eine 5 Sekunden Zeitstrafe für Alexander Kraft, verursachen einer Kollision mit Gino Giugiaro. Die Zeitstrafe wird auf das Rennergebnis aufaddiert. Nice and smooth. Come on, let the race come to us. P12. The gap is now 1.2 seconds. Incident in Sector 1, yellow flag, Schubert is now in the lead. P3 has gone off. Wir haben die erste Kurve. Puschka A. Sollst du das Kino mal reinzubringen? Sektor 1, Kurve 2, abseits der Ideallinie, an der linken Seite steht Philipp Puschke. Ja, und? Der sieht ziemlich zerledert aus. Eine Safety Car links? Philipp Puschke kann abstellen. Ach so! Der stand da auch direkt neben Dings, aber... Green Flag Sector 1.
Fabian, du kommst durch. Irgendwie ja. Okay, Reifen machen langsam Flapschen wieder. Gino, ja, ist Gino da. Gino wird ja noch abstellen. Aber bitte. Punkt. Green Flag, Sector 2. Now 0.4. Hold your line, clear right. Come on, Fabian. No, don't panic. We'll get him back. Achtung, Fabian. Hold your line. Hold your line. Mann noch. Still there. Mann noch. Immer noch. Immer noch, immer noch. Hold your line. Clear left. Und dann ist er auch noch da. Kommt der TR. Kann man so gelangweilt klingen. Ja, auch nett.
front has increased to 1.1. Hüter in der Box. Hast du noch? Mark hat kein Frontflügel mehr. Ja? Lull. Mark, oder was? Ja. That's the finish. Well done. Was ist mit Jund passiert? 12. Keine Ahnung. On your right. Clear right. Da wird Jund zurückgereist. Aber nicht mehr an mir vorbei. Hä? Das hat ein Fehler jetzt gerade. Nee. Wo sehe ich gerade ins Letzte geworden? Als 16. Ja! Letzter von den Angekommenen. Aber Fabian, du hast Punkte. Ich hab einen Punkt geholt, ja, geil. Wenn es so bleibt, richtig gut. Also, hätte auch Top 10 werden können heute, ne? Wolltest du mal sagen. Aber der Reifen sagt man nö. Muss besser werden für nächste Woche. Also bei mir war, wenn ich auf den Abstand gucke, Mark hätte ich halt noch kriegen können. Aber mehr nicht. Boah, mir tut's wieder Arsch weh. Alter. Aufnahme geht so um 1 Stunde 20 Minuten. 3, 2, 1, Box now. Wolfenbach ohne Rad, okay. Alter. Ja,
er noch nicht an der Box gewesen, dann muss er ja disqualifiziert werden. Ja, vielleicht war es auch in der Auslaufrunde, das weiß ich nicht.